sie es erkannt, diese Musik. Wer hat es erkannt? Was war's? Flintstone. Also ich, die haben es gesungen schon in der Kirche, ich weiß aber nicht mehr genau, was es heißt. Flintstones. Das war Flintstones von Familie Feuerstein. Nee, da habe ich mich getäuscht. Das war die Musik von Familie Feuerstein, wo wir ja hier in der Feuerstein-Grube sind. Hier kommt die Familie quasi her. Schön, dass wir heute hier sein dürfen. Schön, dass Sie heute hier sind. Ich glaube, das ist seit Monaten mein erster Gottesdienst mit Menschen direkt vor mir. Hat auch was. Ja, wir feiern auch diesen Gottesdienst. Im Namen unseres Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Dass wir heute hier Gottesdienst feiern können, verdanken wir dem NABU und besonders Klaus Feldhinkel. Als ich kam, hat er noch seine Arbeitshose angehabt und war am Vorbereiten des Platzes heute Morgen noch zugange. Wie schön, lieber Klaus, dass wir auch dieses Jahr wieder hier sein können. Herzlichen Dank für deine Arbeit. Letztes Jahr mussten wir ja kurzfristig in die Kirche umziehen. In anderen Jahren haben wir es mal ausfallen lassen wegen Regen. Dieses Jahr ist alles gut. Endlich mal was, was gut ist in diesem Jahr. Ich mag ja spontane Menschen. Und deshalb mag ich auch Sie, Herr Reitz. Denn letzte Woche dachte ich so, worüber könnte dieser Gottesdienst gehen. Und da kamen mir die Bienen in den Sinn. Und dann dachte ich, gegenüber von der Kirche, da wohnt doch ein Imker. Frag den doch mal, ob er nicht Lust hat, mitzumachen. Er hat Lust. Wie schön, dass Sie da sind. Sie haben schon beim Kommen seine Waren, seine Angebote gesehen. Da, denke ich, werden wir noch was darüber hören und uns hinterher auch es gut gehen lassen können. Dieser Gottesdienst unter Gottes Himmel lädt dazu ein, Gottes Wunder neu zu entdecken. Die gibt es im Großen. Sonne, Mond und Sterne. Gottes Wunder gibt es aber auch im Kleinen. Zum Beispiel an die 100 Millionen Sehzellen befinden sich auf der Netzhaut des menschlichen Auges. Und ich brauche trotzdem eine Brille. Wie winzig aber muss da eine Zelle sein? Jawohl, eine schöne Überleitung. Auch die Bienenwelt ist so eine kleine, winzige, faszinierende Welt. Eine Honigbiene, wie ich sie zu Millionen habe im Sommer, wiegt nur ein Zehntel Gramm. Aber was steckt alles in diesem kleinen Körper drin? Das Wunderwerk der Schöpfung. Ein Herz, eine Lunge, zwei Mägen, einen für den Honig, einen für den Eigenverbrauch. Augen, wie der Herr Pfarrer schon sagte, mit ganz vielen tausend, abertausenden Zellen, diese Facettenaugen. Ein echtes Wunderwerk. Wachsdrüsen, die uns die tollen Wachsblättchen bescheren, wo der Honig drin gelagert wird. Oder aus denen wir wunderbare Kerzen für die Weihnachtszeit machen. Das ist der helle Wahn. Es gibt eine große Anzahl von verschiedenen Bienenarten. Wenn wir über die Honigbiene sprechen, dann meinen wir die westeuropäische Honigbiene, die in einem Volk, in einem Staat lebt. Aber viel wichtiger für Natur und Umwelt sind die Wildbienen. 550 Arten sind allein in Deutschland bekannt, die meistens solitär leben und nicht in einem großen Volksgebilde, so wie unsere Honigbiene. Wir können nicht, doch wir könnten schon singen, aber wir dürfen es nicht. Matthias spielt nun ein mir auch bekanntes Lied und als kleinen Ausgleich, keine Angst, singe ich nicht, aber ich lese ein, zwei Strophen. Aus mein Herz und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit an deines Gottes Gaben. Schau an der schönen Gärtenzier und siehe, wie sie mir und dir sich ausgeschmücket haben, sich ausgeschmücket haben.
unverdrossene Bienenschar fliegt hin und her, sucht hier und da ihr edler Honigspeise. Des süßen Weinstocks starker Saft bringt täglich neue Stärke und Kraft in seinem schwachen Reise. In seinem schwachen Reise. Klaus und ich lesen nun das Lob der Schöpfung, wie es im Psalm 104 steht, im Wechsel. Und Sie sind eingeladen, einzustimmen in den Ruf: Herr, wie sind deine Werke so groß und viel? Du hast sie alle weise geordnet und die Erde ist voll deiner Güter. Wer mag, spreche an der entsprechenden Stelle mit mir diesen Satz. Klaus liest dann den Psalm. Herr, mein Gott, du bist sehr groß. In Hoheit und Pracht bist du gekleidet. Licht ist dein Kleid, das du anhast. Du breitest den Himmel aus wie ein Zelt. Du baust deine Gemächer über den Wasser. Herr, wie sind deine Werke so groß und viel? Du hast sie alle weise geordnet und die Erde ist voll deiner Güter. Du lässest Brunnenquellen in den Tälern, dass sie zwischen den Bergen dahinfließen, dass alle Tiere des Feldes trinken. Herr, wie sind deine Werke so groß und viel? Du hast sie alle weise geordnet und die Erde ist voll deiner Güter. Darüber sitzen die Vögel des Himmels und singen in den Zweigen. Du tränkst die Berge von oben her. Du machst das Land voll Früchte, die du schaffst. Herr, wie sind deine Werke so groß und viel? Du hast sie alle weise geordnet und die Erde ist voll deiner Güte. Du lässest Gras wachsen für das Vieh und Saat zu Nutz den Menschen, dass du Brot aus der Erde hervorbringst, dass der Wein erfreue des Menschen Herz und sein Antlitz glänze vom Öl und das Brot des Menschen Herz stärke. Herr, wie sind deine Werke so groß und viel? Du hast sie alle weise geordnet und die Erde ist voll deiner Güter. Amen. Für eine gesunde Entwicklung der Nachkommen der Bienen, der sogenannten Brut, bedarf es einer konstanten Temperatur im Bienenstock. Wie bekommen die Bienen das hin, diese 35 Grad in der Regel einzuhalten? Im Sommer haben wir teilweise 40 Grad, im Winter mal Minusgrade. Haben die etwa eine Klimaanlage? Haben sie eine Heizung? Ja, sowas Ähnliches haben sie schon. Selbst gemacht. Ein Wunderwerk der Natur. Ist es zu heiß, sammeln Bienen draußen Wasser. Bringen sie in den Bienenstock, dort wird er versprüht und aber tausende kleine Bienchen fangen an zu fächeln. Sie stellen ihre Muskulatur auf Leerlauf, wie im Auto in Leerlauf auch, und sie können damit flattern. Dieses Flattern bewirkt eine Luftzirkulation, die ganz genau berechnet ist. In jeder Wabengasse herrscht eine Luftzirkulation, das Wasser verdunstet und die konstante Stocktemperatur wird erreicht. Wenn es zu kalt wird hingegen, dann fangen die Körper der Bienen an zu zittern. Zittern ist Wärme, Abgeben von Körperwärme. Arbeiten alle zusammen, um den Bienenstock das Überleben zu sichern. So haben wir auch bei minus 10 Grad im Winter eine wunderbare, konstante Stocktemperatur von ca. 30 Grad. Daher sehen Sie im Winter, wenn mal wieder Schnee liegt, auch öfters mal Bienenstöcke, wo keine Schneeflächen obendrauf liegen oder davor sind. Ein Bienenstock gibt Wärme ab und das sieht man auch in der Natur. Im kalten Winterwinde, da friert ein Jedermann. Die Biene stellt geschwinde die Ofenheizung an. Sie lässt die Muskeln zittern mit Honigenergie und zwingt den kalten Bittern Herrn Winter in die Knie. Albert Einstein soll mal gesagt haben,
Wenn die Honigbiene verschwindet, haben wir nur noch 7 Jahre zu leben. Das ist mittlerweile ein bisschen überholt. Man sagt, ja, das stimmt schon in gewisser Weise. Aber die Honigbiene, das ist nicht ganz richtig. Die Honigbiene ist schon ein wichtiger Bestäuber und das drittwichtigste Nutztier bei uns Menschen, neben Schwein und Rind. Aber nichtsdestotrotz ist es nicht alleine die Honigbiene, die Blüten bestäubt und für uns frische Früchte und Gemüse sorgt. Vielmehr ist es, habe ich den Faden verloren? Die Wildbiene. Die Wildbiene, genau, vielen Dank. Die Wildbiene ist es, die letztendlich die meiste Bestäubungsleistung hier in unseren Breitengraden erzeugt. Der Imker hält die Bienen in der Regel für den Honig, denn Solitärbienen, Wildbienen produzieren keinen Honig, sondern sie sorgen sich tatsächlich nur um die Brut, um ihre Nachkommen, um ihr Überleben zu sichern. Die Honigbiene an sich, so wie wir sie in unseren Bienenstöcken haben, sind die einzigen Honigbienen, die wir ernten. Sie fliegen dabei von Blüte zu Blüte, nehmen den Nektar auf, den köstlichen Nektar, aber gleichzeitig nehmen sie Pollen. Der Pollen verklebt sich in ihrem Haarkleid an den Beinen am Körper. Sie fliegen zur nächsten Blüte und sorgen so für eine gleichmäßige, schöne Befruchtung der Pflanzen und somit auch der Früchte. Unser Leben wäre ohne die Bienen viel, viel ärmer. Unsere Nahrung wäre sehr kümmerlich, Früchte wären nicht so schön wie bestäubte Pflanzen. Und will man den wirtschaftlichen Nutzen der Bienen in Zahlen ausdrücken, so könnten wir das nicht leisten. Man schätzt eine Wirtschaftsleistung der Bienen in Deutschland auf 150 Milliarden Euro pro Jahr. Das ist eine Leistung, die kein Mensch, kein Volk erbringen kann. Die Biene trägt die Pollen von hier zum nächsten Ort. Dahin, wohin sie sollen, so pflanzt sie Leben fort. Das mit dem Blütenstaube, wie wunderbar das Glück. Die Biene, weiß der Glaube, ist uns von Gott geschickt. Vielleicht sagt Ihnen der Begriff Blütenstaat etwas. Die allgemeine Honigbiene hat diese Eigenschaft und fliegt immer die Blüten an, die für sie im nächsten Umfeld den meisten Ertrag bringen. Reine, pure Effizienz. Eine Honigbiene fliegt mit bis zu 40 Stundenkilometer zu den Blüten, um dort den Nektar einzusammeln. Also weglaufen bringt nichts. Mit 85 Kilometern am Tag und mehreren Ausflügen pro Tag, man schätzt so ca. 20 bis 30 Mal am Tag fliegt eine Biene frisch aus, sammelt sie den Nektar ein und wandelt ihn zum Honig. Um ein Glas Honig zu ernten, muss eine Biene 3-mal um die Welt fliegen. Eine unfassbare Leistung. Deswegen lebt eine Sommerbiene auch nur ungefähr 3 Monate und eine Winterbiene, die fest im Stock bleibt und nicht rausfliegen kann aufgrund der Witterung, lebt 3 Monate. Also eine Honigbiene wird ihr ganzes Leben lang für den Staat arbeiten, aber leider sterben wird. Eine Winterbiene hingegen sorgt sich um die Königin, dass sie den Winter mindestens überlebt, lebt aber dafür deutlich entspannter und auch weg. Eine Honigbiene fliegt in der Regel immer die gleichen Pflanzen an, wie ich gesagt habe. So ist es mir als Imker natürlich auch möglich, sortenreine Honige zu machen. Ja. Ist ein Rapsfeld in der Nähe, wird die Biene zum Rapsfeld fliegen. Blüht eine Kastanie, fliegen sie in der Regel zur Kastanie. Und entsprechend, wo ich meine Bienenvölker aufstelle, ernte ich dann den entsprechenden Honig. Woher weiß die Biene, wie man Waben baut? Sie hat ja schließlich keine Architektur an ihrer Seite. Er sagt da noch ein bisschen und da noch ein bisschen. Das ist alles fest programmiert in ihrem Genmaterial. Eine Biene weiß genau, was sie zu tun hat in ihrem Leben. Sie fängt an mit Stockputzen und dem Wabenbau. Danach pflegt sie die Brut und danach fliegt sie erst aus. Das letzte Drittel ihres Lebens ist sie erst die Honigbiene, die sie sehen, die von Blüte zu Blüte fliegt. Ansonsten
bleibt die Biene in ihrem Stock. Seht, wie die Bienen schwirren, woher der Wind auch weht. Es kann sie nichts beirren. Sie bleiben blieben stehen. Wer gab den kleinen Wesen von dem Verstand so viel, als ob sie Karten lesen? So kommen sie ans Ziel. Beim nächsten Lied, um Ihnen nochmal die Chance, das zu erkennen, bevor ich die ersten Worte spreche, dann wissen Sie es nämlich. Aber Matthias, spiel mal. Ei, wir tun dir nichts zu leide. Flieg nun aus in Wald und Heide. Summ, 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 Bienchen, summ herum. Summ, 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 Bienchen, summ herum. Such in Blumen, such in Blümchen. Hier ein Tröpfchen, hier ein Krümchen. Summ, 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 Bienchen, summ herum. Ja, summ, 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 Bienchen, summ herum. Kehre heim mit reicher Habe, bau uns manche volle Wabe. Summ, 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 Bienchen, summ herum. Das, liebe Gemeinde unter Gottes Himmel, könnten wir auch umdichten. Summ, 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 Bienchen ist nicht dumm. Ich habe im Großteil den Inhalt ja gekannt, den Herr Reitzorns über die Biene vorgestellt hat, und war doch wieder erstaunt, es zu hören. Ja, was wissen, was können die Bienen nicht alles? Sie können mit Honigenergie die Temperatur im Bienenstock auf 35 Grad halten, haben also Heizung und Klimaanlage. Sie wissen, welche Blüten sie anfliegen sollen, welche gerade nicht. Sie können Wachs herstellen. Sie können Waben so genau und sinnvoll bauen, dass schon Galileo Galilei meinte, Bienen verstehen mehr von Mathematik als er. Sie können sich durch Tänze untereinander etwas mitteilen. 60.000 Bienen, stimmt das, leben in einem Staat, kann man sagen. Und da gibt es keine Demos und auch keine Abstandsregeln. Wo steckt denn diese enorme Intelligenz, die das alles managt? Die steckt wohl im Gehirn. Bei der Biene so groß wie ein Stecknadelkopf, wiegt ja nur diese Biene ein Zehntel Gramm. Noch nicht mal ein Spatzenhirn passt hinein. Eben nur das stecknadelgroße Bienenhirn. Aber bei all dem, was so in dieses Bienenhirn hineinpasst, hat mein Gehirn Mühe, das zu fassen. Welches gewaltige, geniale Gehirn steckt denn hinter diesem Bienenhirn, zwischen dem Spatzenhirn und hinter unser aller Gehirn? Oder respektvoller ausgedrückt, welch wunderbarer Geist hat das alles erschaffen? Manchmal kommt mir die Welt so unfassbar wundergroß vor, dass ich dem lieben Gott beinahe einen Vorwurf machen möchte. Das ist alles so genial in der Welt, Gott, dass ich mir so klein vorkomme. Und schon vor mehr als 2000 Jahren hat einer beim Anblick von Gottes Schöpfungswerken gedichtet: Wenn ich sehe den Himmel deiner Fingerwerk,
den Mond und die Sterne, die du geschaffen hast. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Ja, wer bin ich, dass du auch mich auf der Rechnung hast? Wenn ich sehe, wie genial das Leben der Bienen ist, wer bin dann ich, dass ich über dies alles so fassungslos staunen kann? Ja, die Biene mit ihrem Bienengehirn stellt große Dinge auf die Beine. Da kann ich eben nur staunen. Aber es gibt etwas, das nur ich kann und das sie können und das alle Bienen der Welt eben nicht können. Wir können über die Biene nachdenken, über sie staunen. Ich glaube, die Biene staunt nicht über sich selbst. Dieses Reflexionsvermögen hat sie nicht. Aber ich kann staunen, sie bestaunenswert finden. Vielleicht könnte das ein spannender Lebenssinn sein. Staunend durch die Welt gehen. Es muss doch jemand geben, der all diese Wunder wahrnimmt in unserer Welt. Und wenn ich staune, und wenn ich das alles hier nicht für Zufall halte oder auch nicht als unwichtig und egal ansehe, sondern wenn ich glaubend erkenne, Gott hat hier Großes geschaffen, um kleinem Lebensraum zu dienen, zu geben, dann führt dieses Staunen allerdings auch dazu, dass ich manches Mal Angst habe, dass ich über Gefahren nachdenke, denen auch die Biene ausgesetzt ist, denn auch ihre Existenz ist bedroht. Und das gehört zu diesem Tag, zu diesem Gottesdienst mit dazu. Harald. Ja, in der Tat. Die Bienen sind bedroht. Wer kennt es nicht, dieses Schlagwort aus den Medien, das große Bienensterben? Aber es ist nicht die Biene, die stirbt. Es ist die gesamte Insektenpopulation. Und darunter ist die Honigbiene, wie ich sie habe, nur ein kleiner Teil. Und denen geht es sogar noch gut, denn sie hat den Imker, der sich um sie kümmert, der sie pflegt. 365 Tage im Jahr. Denn selbst im Winter gibt es einiges für mich zu tun, um die neue Saison vorzubereiten. Also gibt es genug Fürsprecher der Honigbienen. Wo wir uns Gedanken drüber machen sollten, sind tatsächlich die Wildbienen, die Solitärbienen. Die sind gefährdet. Wer kennt es auch nicht? Intensive Landwirtschaft, Chemie, Störeinflüsse von außen, Vandalismus und so weiter. All diese Faktoren beeinträchtigen das Leben der Wildbienen, vor allem der Solitärbienen. Die Meinung hat sich in den letzten Jahren doch ein wenig geändert und viele Menschen versuchen ihre Gärten, ihre Vorgärten einigermaßen insektenfreundlich zu gestalten. Doch die große Menge, schaut man in die Städte rein, in die großen Industrieanlagen, in die intensive Agrarnutzung, umso weniger Lebensraum gibt es für die Biene, für die Wildbienen. Was kann jeder von uns leisten? Vorgärten entsprechend gestalten, keine Schotterwüsten machen. In den Gärten Pflanzen anbauen oder setzen, die über das ganze Jahr einen ertragreichen Pollen und Nektar liefern, Unterkünfte bauen wie Nisthilfen und kleine Wildbienenhotels. Hilfe fängt im Kleinen an und ist die Hilfe auch noch so klein, es ist wenigstens ein richtiger kleiner Schritt und ein wichtiger Schritt. Von daher würde ich mich freuen, wenn jeder von Ihnen heute Nachmittag sich einfach mal die Zeit nimmt, in den Garten zu schauen, was dort rumfliegt und das reflektiert, was in den letzten Jahren an Bienenmasse, an Insektenmasse verloren gegangen ist. War es nicht schön, früher zu sehen, was in den Gärten geblüht hat und wie vielfältig die Insektenwelt war? Wenn ich heute in die Gärten schaue, Einheitsrasen, Rollrasen, Mähroboter, keine insektenfreundliche Welt. Darüber sollten wir nachdenken. Oh.
Also ich weiß jetzt, warum ich so wenig mähe. Obwohl ich mache es ja nicht, macht ja meistens der Hannes. Hat auch sein Gutes. Und über Steinwüsten und Schotterwüsten im Vorgarten, Klaus, ich glaube, da könntest du uns vom NABU her Unmengen erzählen. Wer seinen Garten umgestalten will, spreche den Klaus an. Der sagt nicht nur, vielleicht hilft er sogar, wer weiß. Im ersten Buch Mose steht, macht euch die Erde untertan und herrscht über sie. Diesen Auftrag Gottes an den gerade erschaffenen Menschen ist über Jahrtausende hinweg als ein Auftrag zur Ausbeutung ausgelegt worden. Was ich mir untertan mache, das knechte ich. Über das ich herrsche, über darüber kann ich verfügen, damit kann ich machen, was ich will. Ich denke, das ist eine falsche Auslegung dieses Textes. Ich glaube viel eher, dass da es um eine Verantwortung gegenüber der Schöpfung geht. Und diese Verantwortung wahrzunehmen, ist eine Aufgabe des großen, staatlichen, des gesellschaftlichen Miteinanders, aber auch eine Aufgabe eines jeden Einzelnen von uns. Ich ende mit einem besinnlichen, vielleicht aber auch nachdenklich machenden Text. Das Leben ist, so sagen wir, sehr oft kein Honigschlecken und scheint uns oft nach Sauerbier und Bittermus zu schmecken. Drum tut der Honig doppelgut und sei es ein kleiner Fingerhut, ein Tropfen aus den Waben. Dankt dafür, was die Biene tut. Sie nutzt ihr ganzes Leben, um einen kleinen Fingerhut voll Honig abzugeben. Der Imker nimmt für diesen Fleiß im Grunde einen Schleuderpreis. Dankt Gott für seine Gaben. Uns oft nach Sauerbier und Bitterbus zu schmecken. Tut der Honig doppelgut und sei es ein kleiner Fingerhut, ein Tropfen aus den Waben. Dankt dafür, was die Biene tut. Sie nutzt ihr ganzes Leben, um einen kleinen Fingerhut voll Honig abzugeben. Imker nimmt für diesen Fleiß im Grunde einen Schleuderpreis. Dankt Gott für seine Gaben. Sie haben es erkannt, das war die Melodie von bis hierher hat mich Gott gebracht. Uns beten miteinander und füreinander. Leben spendender Gott, wir danken dir für die Farben, die Düfte und Klänge unserer Welt. Lass die Sonne scheinen auch in unser Herz hinein. Zünde das Licht des Glaubens in uns immer neu an. Guter Gott, die Bienen sind ein Bild und des bescheidenen Dienens. Segne du allen menschlichen Fleiß und alle ehrliche menschliche Arbeit. Gib, dass Fleiß und Arbeit ihren gerechten Lohn finden. Wunderbarer Gott, immer wieder staunen wir darüber, wie Zehntausende von Bienen als ein Volk zusammenleben, sinnvoll, wie sie sich ergänzen und miteinander arbeiten. Sie folgen damit ganz und gar der Ordnung, die du, der Schöpfer des Himmels und der Erde, deiner Schöpfung unserer Welt gegeben hast.
Hilf auch uns, dass wir füreinander und nicht gegeneinander leben. Barmherziger, liebender Gott, wir denken an die Menschen, die uns besonders am Herzen liegen. Segne und behüte, beschütze und bewahre sie. Schenke ihnen Lebenskraft und Glaubenshoffnung. Wir nennen in der Stille die Namen derer, für die wir dich besonders bitten. Höre die Namen, die wir dir genannt haben, Gott, und sei diesen Menschen nahe. Hier in unserer Nähe und draußen in deiner weiten Welt. All das, was uns bewegt, wir wissen, du weißt es längst. Auch weißt du es, wenn wir gemeinsam beten, wie dein Sohn Jesus Christus die Menschen gelehrt hat. Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Klaus Feldhinkel wird uns jetzt noch ein bisschen etwas zu diesem schönen Ort hier erzählen, an dem wir wieder einmal sein dürfen. Wir waren die letzten Jahre drüben auf der Seite. Hier ist es ja noch schöner. Ich bin gespannt, wo wir nächstes Jahr sind. Bevor Klaus berichtet, mag ich gerne erstens darauf hinweisen, dass der Stadthonig nicht nur zum Gucken da ist, sondern für einen Schleuderpreis mitgenommen werden kann. Das ist nicht verschleudert. Die Kollekte dieses Gottesdienstes, Marcel, hast du ein Schild? Hast du eigentlich was dabei, ein Körbchen? Ah, bist ein wunderbarer Küster, danke. Die Kollekte dieses Gottesdienstes ist auch für den NABU bestimmt. Und wer sagt, so ein Gottesdienst unter freiem Himmel und live und nicht online ist auch mal was Schönes. In 14 Tagen, 27. September, feiern wir Erntedankgottesdienst auf der Wiese hinter der Kirche. Aber Marcel hat gesagt, er schafft es auch, diesen Gottesdienst zu übertragen. Schauen wir mal. Aber kommen Sie lieber, da wissen Sie schon, was Sie zu sehen bekommen. Lieber Klaus, wir hören dir zu. Ja. Feuerstein heißt jetzt tatsächlich nach einer Familie Feuerstein, die Grube besessen hat und da Sand abgebaut hat. Also nicht wie fast überall Kies, sondern Sand, regelrechter Bausand. Sehr wichtiger Grundstoff. Das ging ungefähr bis in die 80er Jahre hinein. Dann wurde die Grube aufgelassen. Ich meine, die Firma wäre auch pleite gewesen. Und dann lag das hier so rum. Daraufhin ist die Stadt Lampertheim an dieses Gelände gekommen und hat sich überlegt, man könnte das als Ausgleichsmaßnahmen für Bautätigkeiten anderswo nutzen. Dann hat sie also sich an den NABU gewandt und diese Grube ist im Besitz der NABU-Stiftung. Die hat über die ganze Bundesrepublik verteilt größere und kleinere Geländestücke, die unter der Ägide dieser Stiftung stehen. Die Stiftung ist dann an uns herangetreten und hat gesagt, ja, es gibt ja eine rege Ortsgruppe hier in Lambertheim, könnt ihr nicht die Pflege für uns übernehmen? Und das haben wir gemacht. Und demnächst stehen auch größere Maßnahmen an. Ich kann Ihnen das auch gerne nochmal erklären im Einzelnen, was das alles ist, weil ich am Anschluss an den Gottesdienst hier einen kleinen Rundgang anbiete. Eine kleine Erklärung, etwas für Fragen und Antworten, was es hier gibt, was hier so wächst und kreucht und fleucht. Ein Satz sei mir noch erlaubt. Ich habe ja, auch zwei, ja danke. Ich habe ja schon als das Thema Bienen, da dachte ich, ui,
Bienen, da seien wir Naturschützer immer so ein bisschen hippelig und sagen, ja, Bienen, da gibt es doch diese Bienen, die Imker, die kümmern sich da drum und jeder schwätzt von Bienen, aber die passen ja, da passen ja die Imker drauf aus und wir brechen die Lanze für die Wildbienen. Und also Herr Reitz, ich hätte es nicht schöner sagen können. Sie haben die Wildbiene derartig perfekt mit eingebunden in den großen Bienenstock. Ja, vielen Dank nochmal dafür. Also super, da stehen wir dahinter. Mit Applaus kriegen wir lauter hin für die beiden. So, falls jemand noch weitere Fragen hat, bin ich gern bereit. Also die Führung natürlich unter Einhaltung aller Abstände und Anstände. Den Dank für diesen Tag, Marcel hatte ich schon genannt, den Matthias da hinten muss ich noch nennen, du bist so ein bisschen dunkel angezogen, dabei ist das ein freudiger Anlass, aber da gibt es einen wunderbaren Gegensatz gegen den Hintergrund. Wie schön, lieber Matthias, dass du auch nach anstrengendem Spielen gestern heute hier bist. Danke, ja. Gleich hören wir dich. Wollen uns unter Gottes Segen stellen, der Marc kann dazu auch aufstehen, muss auch. Gott segne dich, Gott behüte dich. Gott erhebe sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und schenke dir seinen Frieden. Amen. Für euer Kommen. Da gibt es den Honig, da gibt es die Führung. Man kann auch erst den Honig besorgen und dann zur Führung gehen. Okay. Schön, dass ihr da wart. Hat mich sehr gefreut, euch mal wieder von Auge zu Auge zu sehen. Alles Gute und dann noch einen schönen Sonntag. Danke. Wiedersehen. Danke.